10 Jahre Literaturland Westfalen und ich bin der weltschlechteste Tortenanschneider. Ist aber gut, dass du das machst, weil wir haben dieses Logo ja entwickelt. Mir tät das jetzt wirklich weh, das hier durchzuschneiden. Was meinst du? Ja, das da jetzt. Pang, da liegt es. Oh, das sieht gut aus. Es ist eine süße Kunst. Köstlich. So ungefähr? Von der Größe? Ja, doch. Ja! Und echt. Tut mir leid, ist umgefallen. Alles gut. Guten Appetit, da liegen die Gabeln. Vielen Dank. Ich habe eben schon ein bisschen gegessen von der Torte. Machst du gern Lesungen? Bist du gern bei Lesungen, Festivals? Es finden ja eine Reihe von Festivals in Westfalen statt. Also grundsätzlich bin ich gerne bei Lesungen. Es gibt natürlich auch immer Lesungen, die dann nicht so laufen. Das gehört dazu. Da sagt man dann im Nachhinein natürlich nicht, war das klasse. Ne? Ja, ist klar. Literatur in Westfalen, Walter. Niemand weiß mehr darüber als du. Wenn ich jetzt provokativ fragen würde, würde ich sagen, gibt es das überhaupt? Literatur in Westfalen gibt es natürlich. Es ist die Literatur, die innerhalb der Landesgrenzen geschrieben wird. Ja. Es gibt aber keine westfälische Literatur in meinen Augen, weil es gibt so wenig eine westfälische Literatur, wie es eine westfälische Malerei gibt oder eine westfälische Architektur. Aber es gibt, wie gesagt, diese Landesgrenzen und da tun wir viel, um diese Literatur in Westfalen zu fördern. Also eure Errungenschaften, die jetzt in dem größeren Kreis von Literaturland Westfalen, dieser Institution, die sich wunderbar vernetzt hat. Ihr seid schon auch ein Juwel in diesem Gefüge. Das ist schon ein bisschen der Star of Westfalen. Ja, wir sind ein Baustein. Aber das Literaturbüro in Unna, das ja hier federführend auch die DAW betreibt, ist natürlich mindestens ein genauso großer Baustein. Jeder macht so sein Ding in dem Gesamtensemble. Es wird gefeiert, 10 Jahre Literaturland Westfalen. Ja, ja. Also die Organisation, die Netzwerkbildung, wenn du die 10 Jahre passieren lässt, die du als Urgestein auch dabei warst, was hat sich in deinen Augen verbessert im Literaturland Westfalen, in der Arbeit, die Arbeitsmöglichkeit, die die Autoren und Autorinnen hier vorfinden? Also mal ganz kurz und knapp gesagt, es sind mehr Möglichkeiten da zu lesen. Das ist also schon mal etwas ganz Besonderes. Ich selber veranstalte das kleinste Lyrikfestival der Welt in meinem kleinen Garten in Dortmund in der Nordstadt. Und das ist auch zum Beispiel dann eben bei Literaturland Westfalen mit in der Werbung drin. Wenn ich das vor ein paar Jahren gewusst hätte, ne, dass man unterstützt wird in Lesungen zum Beispiel, dass man, also ich bin da etwas schlecht informiert gewesen. Und ich finde es super, dass es jetzt sowas gibt und ich würde das jetzt auch anders machen. Wenn Sie schreiben, spielt der Hintergrund Westfalens für Sie eine Rolle? Ja, unbedingt. Mein Familienroman, den ich jetzt gerade veröffentlicht habe. Ja, ich mache mal ganz dreist Reklame. Wenn alle schweigen, heißt der Roman. Ja. Beginnt im Münsterland und zwar in der Nähe von Münster, in einem kleinen Dorf, auf einem Bauernhof. Und das Cover ist auch ein Bauernhof. Was sind die Bücher, die dich geprägt haben? Ich habe halt als Kind viel Bücher von Cornelia Funke gelesen, also auf jeden Fall deutsche Autorinnen. Aber Cornelia Funke, wenn ich nicht ganz falsch liege, ist eine Autorin aus Westfalen. Und das ist so, das ist die Literatur, mit der du groß geworden bist. Genau. Fantasievolle. Fantasievolle Romane viel. Was ich gerne lese, ich lese gerne so Fantasy. Und Fantasy habe ich heute schon mal gehört. Fantasy scheint doch sehr populär zu sein. Ja. Bei dir auch? Ja, bei mir ist es auch so. Was verbindet sie denn mit Westfalen als Literaturland, außer Annette von Droste-Hülshoff? Ja, Annette ist natürlich irgendwie so der Stern erster Güte. Engels war mit Schücking gut bekannt und hat in Sassenberg, da hat Engels Schücking eben besucht und Schücking gab eben Engels ein Gedichtband mit von Annette mit. Und Engels ging weiter nach Osnabrück und schrieb dann einen begeisterten Brief. Also diese Frau, diese Gedichte, diese Annette von Droste-Hülshoff, ist so bedeutend, sie wird aber erst in 100 Jahren, das, was sie selbst für sich so immer gesagt hat, wir werden in 100 Jahren, wird man meine Gedichte lesen. Und dieser Brief ist abgedruckt
in den Marx-Engels-Werken im 49. Band, wenn Sie es nachlesen wollen. Das werde ich tun. Ja. Also wollte das ich ist, doch jetzt noch ein Stück? Ja, jetzt nehme ich noch ein Stück. Schneide ich für Sie noch ein bisschen hier an dem, säbel ich ein bisschen an dem Logo rum. Also der, Sie hätten mich eigentlich noch fragen müssen nach der, nach dem Lyrik treffen. Das haben Sie vergessen. Das habe ich vergessen. Schmeckt Ihnen der Kuchen? Mm. Der ist gut, ne? Sehr gut, sehr gut, ja. Ich habe schon so viel davon gegessen, dass ich als Experte für diesen Kuchen gelte mittlerweile.